Moin Leute und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 3 bzw. auch der letzten Folge unserer Pover-Mod-Vorstellung. Heute dreht sich alles um den Reaktor, also um den großen Reaktor, den man so kennt, sage ich jetzt mal. Und wir werden uns alle Bauvarianten ein wenig genauer anschauen, wir werden uns ein bisschen um die Optimierung kümmern und ja, ich denke, wir legen einfach mal los. Ich habe uns schon mal alle möglichen Ausbaustufen dieser Reaktorteile organisiert. Wenn wir jetzt mal hier nach unten gucken, sehen wir, jo, da ist ein Grid vorbereitet, ja, und der sagt uns jetzt hier, jo, kannst du hinbauen. Wenn irgendwas im Weg sein sollte, dann ändert sich die Farbe zu rot. Und dann sehen wir gleich, jo, können wir nicht herstellen oder nicht hinstellen. Die Platzierung oder das Aufstellen des Reaktors gestaltet sich relativ einfach. Ist nämlich ein Selbstläufer. Wir müssen jetzt hier beachten, wir sind gerade im Creative Mode. Das heißt, es ist ihm egal, wie viele Bauteile wir davon im Inventar haben oder auch nicht. Wenn wir das Ganze im Survival-Modus, also ganz normal hinstellen, müssen wir dafür sorgen, dass wir genügend dieser Reaktorbauteile quasi im Inventar haben. Und dann werden die automatisch platziert. So, ich finde das ja absolut hier satisfying und so, ne? Ist einfach ein Selbstläufer. Wir hauen die mal eben alle hier hin, jede Ausbaustufe. Und dann gucken wir uns die ganzen Geschichten gleich im Einzelnen an. Wahnsinn. Im Grunde genommen brauchen wir für den Betrieb der Reaktoren an sich nur Uraninite, und zwar das Verarbeitete. Ja, jetzt sehen wir, der macht hier seine 970 Fe. Und wir sehen, das geht nach unten. Das ist relativ simpel erklärt. Ja, der arbeitet hier im Bucket-Format, sage ich jetzt mal. Ja, das heißt, der hat 1000 Millibuckets drin. Ja, und sobald er hier die 900 unterschreitet, füllt er wieder auf 1000 auf. Dementsprechend haben wir immer so eine schwankend verlaufende Energieproduktionskurve. Ja, wir gucken uns das gleich mal eben an. Der sollte es gleich erreicht haben. 900 hat er, 800. Und dann ist wieder voll, genau. Und dann ist auch die Energie wieder weiter oben. Genau, 600 macht er jetzt. Ist halt nicht viel, das ist der Starter-Reaktor, aber für den Anfang ist es okay. Gut, dann kommen wir mal zu diesem hier, zu diesem Basic-Reaktor. Wir haben natürlich jetzt hier noch ganz viele andere Slots mit dabei. Da kümmern wir uns gleich drum. Ja, und hier sehen wir, jo, der macht schon 3,7, 3,6, je nachdem, wie viel Uraninite jetzt hier halt drin ist. Und ja, bei 900 hat er halt den geringsten oder die geringste Erzeugung. Dann füllt er wieder nach, ist dann bei 999 bzw. 1000 und hat da die maximale Energieproduktion. Wir sehen schon, das schwankt sehr stark. Angefangen hat er eben bei 3,6k. Ja, dann ist es schon wesentlich weiter unten. Da hat er nachgefüllt wieder. Ja, also das ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber egal, das kriegen wir hin. So, nächstes Ding. 8k. Der wird noch ein bisschen nach unten fallen. Und wir gucken uns einfach mal die anderen auch noch mit an. Da haben wir schon 11k. Wobei der auch noch ein bisschen nach unten fallen wird. Ja, nur nice to know. Jetzt haben wir hier 26k. Was haben wir hier? 37k und bei dem Kollegen hier haben wir 53k. Natürlich wird das noch ein bisschen nach unten gehen, haben wir gerade gesehen, ja, 50. Je größer jetzt der Reaktor ist oder je höher die Ausbaustufe, desto höher schwankt auch unsere Energiekurve, ne? Das darf man nicht vergessen. Okay, dann kommen wir nochmal zum Thema Interface. Ja, wir haben hier unsere Uraninite-Anzeige, wir haben hier das den internen Uraninite-Speicher. Und wir haben hier links oder rechts daneben, besser gesagt, ja, geile Richtungsangabe wieder, läuft, haben wir die Temperaturanzeige, 700 Grad. Im Grunde genommen kann man sagen, je höher die Temperatur im Reaktor ist, desto ineffizienter arbeitet dieser auch. Wir werden uns gleich mal ein paar Möglichkeiten anschauen, diesen Reaktor zu kühlen. Ansonsten haben wir hier die üblichen Einstellungen, die man so kennt, ja, Konfiguration von In- und Outputs. Der, also beim Reaktor macht es natürlich Sinn, wenn alles auf Output gestellt ist, weil wir wollen da eigentlich, ja, keine Energie reinleiten, macht keinen Sinn. Genau, Redstone-Mode, wieder ganz normal, on, off oder ignore. Und dann haben wir hier Info-Pover, Gen-Mode, false. Gut, ich habe hier schon mal einen Eimer Wasser reingeschmissen und wir sehen, die Temperatur ist von 700 auf 350 Grad gefallen. Was wir hier noch machen können? Wir haben verschiedene Möglichkeiten, ja. Wir haben die Temperatur jetzt mit dem Wasser auf 350 runtergekühlt. Diese beiden Blöcke sind, oder diese beiden Slots sind quasi für, ich nenne es jetzt mal Katalysatoren gedacht. Da können wir Kohle reinschmeißen, die uns den Energieoutput noch ein bisschen erhöht, wie wir hier sehen können. Und die Temperatur steigt dadurch auch wieder. Das gleiche gilt für Redstone. Ja, jetzt sind wir schon bei 1 Kilo Fe. Das ist gut. Und die Temperatur ist bei 500. Je höher die Temperatur ist, wie gesagt, desto mehr von diesem Uraninite wird verbraucht. Jetzt haben wir wieder verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal das normale Eis, wir haben Packed Eis, wir haben Blue Eis. Und diese Modifikation fügt noch Trockeneis mit hinzu.
Auch das können wir nehmen. Wir gucken uns das mal vereinzelt einfach an. Mit dem normalen Eis, hier sehen wir auch immer diesen Füllstand, kriegen wir, ja, ein paar Grad runter. Wir lassen das mal eben ein bisschen laufen. 142 Grad. Das ist auch schon mal nett. Ein anderes Beispiel möchte ich mir gerne im zweiten Reaktor mal anschauen. Ja, auch der ist jetzt bei 2,9 Kilo Fe. Wir haben Uraninite drin und wir haben Wasser drin. Das heißt, wir schmeißen hier noch Kohle rein und Redstone. Die Temperatur wird dann wieder steigen. Und in diesem Beispiel nehmen wir... Oh, 4,1 KFE. Nice. In diesem Beispiel nehmen wir Packed Ice. Let's go. Hier nochmal zur Erinnerung haben wir gesagt, wir haben 142 Grad Celsius. Bin mal gespannt, was hier bei diesem hier rauskommt. Auf jeden Fall sind wir drunter. Jo, 100 Grad haben wir fix. Das heißt, dieser Reaktor mit dem Packed Ice, so heißt es richtig genau, der läuft tatsächlich noch ein bisschen effizienter. Dann würde ich sagen, wir gucken uns bei dem hier mal die Blue Ice Variante an, nachdem wir hier mal geguckt haben, was da rauskommt. 5,9. Ja, also das ist schon beachtlich, was man da nur durch dieses kleine Tuning an Energiezuwachs bekommt. So, was haben wir hier gleich? Momentan 12K. Die Temperatur geht weiter runter, unter 100 Grad. 52, 13K. Also man darf das echt nicht unterschätzen. Jetzt haben wir noch eine Variante über, nämlich einmal die Dry Ice Variante. Und das gucken wir uns bei dem hier an. Und hinten bei dem letzten sage ich noch ein paar Sätze dazu, glaube ich. Genau, schmeiß rein den Kram und dann gucken wir uns den Kram hier nochmal an. Wir haben jetzt eine Energieproduktion von 15, also wir gehen mal von 15 aus, das war der Startwert, jetzt sind wir schon bei 16. 29 Grad, angenehme Temperatur, Sonne scheint, passt. 19 Kilo FE pro Tick. Das ist eine enorme Steigerung. Okay, nice. Ich denke mal, die beiden Reaktoren lassen wir außen vor, weil ich denke mal, der Sinn dahinter ist klar verständlich, was wir auf jeden Fall machen werden. Wir gucken uns das Ganze hier bei dem letzten nochmal an. Und zwar ein bisschen genauer. Wir haben jetzt hier, nur mit der Wasserkühlung, haben wir 41 Kilo Fe. Wenn wir hier jetzt die Katalysatoren, also Kohle und Redstone reinschmeißen, haben wir 61, 60, je nachdem. Aber wir verbrauchen dann halt auch wesentlich mehr Material. Ja, die Temperatur geht hoch auf 500 Grad. Hat er sich jetzt eingependelt, ne? Genau, das heißt, wir haben hier eine Generation von 55 Kilo Fe. Jetzt schnappen wir uns noch ein bisschen Dry Ice und machen die Kiste einfach mal voll. 58, 59, jawohl. 70, 80, 82, ja, ich glaube, wir haben es. Das ist eine enorme Steigerung. Also das sollte man definitiv nicht außer Acht lassen hier. Wir haben mit dem jetzt 82 Kilo Fe pro Tick. Ich denke, wenn er seinen maximalen Input hier drin hat, also mit seinen 1000 Millibuckets, dann wird er so vielleicht auf die 85k kommen. Aber das können wir jetzt gerade schlecht testen. Gut, aber das nun mal so zum Thema Reaktor. Der Rest ist eigentlich selbsterklärend. Ja, brauchen wir nicht mehr viel zu sagen. Aber wie wir sehen mit der Nitro-Variante, auch wenn die Herstellung der Materialien dafür verdammt teuer ist oder verdammt aufwendig und vor allem vom Grund her erstmal sau viel Energie benötigt, kriegen wir am Ende auf jeden Fall solide 82 Kilo RF bzw. FE. Ja, und damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Die nächste Sache, die uns jetzt natürlich interessiert, ist die Frage, wie kommen wir denn jetzt eigentlich an dieses Dry Ice ran? Und ich bin nicht umsonst zum Crafting Table gelaufen, weil das normale Eis kennen wir. Kann man entweder mit anderen Modifikationen herstellen oder per Silk Touch abbauen. Und da bekommen wir das Packed Ice raus. Das habe ich zu wenig, warte mal. Genau, und aus dem Packed Ice machen wir Blue Ice. Und dieses Blue Ice, das werden wir nicht nochmal zusammen craften. Das ist die Besonderheit hier, denn das Zeug wird energized. Zack, fertig. Wenn wir davon den ersten benutzen, warte mal. Dauert das wahrscheinlich ein bisschen länger. Achso, wir brauchen zwei Stück. Genau, zwei Stück von diesem Blue Ice ergeben einmal Dry Ice. Ja, und ich empfehle da vielleicht einen etwas höherwertigeren Infuser oder Energizer zu verwenden. Wir können mal eben nachgucken, wie viel Energie wir dafür brauchen. 10.000 FE, das ist in Ordnung, ist überschaubar. Ja, da sollten wir mit dem hier eigentlich schon relativ zügig fertig sein. Yep, genau. So kommen wir an das Dry Ice ran, welches wir für diesen Reaktor hier hinten brauchen oder generell für diese Reaktoren. Und ja, ich würde persönlich immer darauf achten, dass wenn ich diesen Reaktor in Betrieb nehme, ja, dass ich immer Kohle, immer Redstone und immer irgendeine Form von Eis drin habe, Wasser sowieso, das ist klar, damit dieser einigermaßen effizient läuft. Wenn das nicht der Fall ist, dann frisst ihr euch das Uraninite einfach ja, komplett auf. Und ihr steht nachher ohne da. So, ich glaube, das sollte es zur Power-Modifikation oder Power-Modifikation gewesen sein. Wir haben den Großteil der Modifikationen durchleuchtet, haben uns die verschiedenen Stufen angeschaut. Angefangen bei Energieübertragung, Kabeln, Energiespeichern und den grundlegenden Energieproduktionen.
über Energizing und Energy Hopper bis hin zu Reaktoren. Ich denke mal, damit haben wir einen Großteil der Modifikation abgebacken. Falls ihr noch Fragen oder ähnliches habt, einfach rein in die Kommentare damit. Und ich würde sagen, das wär's mit dem dritten und letzten Part der POVA-Modifikation-Vorstellung gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt, ein bisschen was mitgenommen. Und wir lassen uns überraschen, was wir beim nächsten Mal für eine Mod-Vorstellung machen. Ich weiß es noch nicht. Machen wir spontan. In dem Sinne, danke fürs Dabeisein und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.